Ich befinde mich in Innsbruck, in meiner Heimatstadt. Jetzt wollte ich euch zeigen, wie der Inn hoch ist. Also jetzt haben wir Hochwasserwarnung. Hochwasserwarnung ist ausgesprochen worden. Dann wollte ich euch deswegen zeigen. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich einen Hund an der Leine habe. Der zieht. Da sieht man das von der anderen Seite. Also die Markenpegel ist überschritten. Jetzt gehen wir noch mal weiter. Sehr hoher Wasserstand. Sieht man das an die Bäume und an die Sträucher, die ins Wasser ragen. Kommen immer wieder Bäume daher geschwommen. Das ist ein starker Fluss bei ihm. Berggewässer. Also für mich immer wieder faszinierend. Einfach wunderschön. Da sieht man besonders gut, wie kräftig der Inn ist. Da sind schon einige Hunde ertrunken, wo die Besitzer nicht aufgepasst haben auf ihre Lieblinge. Also einfach faszinierend. Die Feuerwehr ist vorbereitet. Sollte der Inn über dem Fluss, also über die Ufer treten. Hallo. Da gehen wir jetzt, kommen wir weiter. Komm mal da her. So, ich würde sagen, das war's dann. Wir lassen uns überraschen. Aber das kommt alle paar Jahre vor, immer wieder, dass der Inn über die Ufer dreht. Komm mit, komm mit! Entschuldigung. So, jetzt. Gut, das war's dann schon. Jetzt kommt ein ganz großer Baumstamm daher. Ja, der Inn reißt alles mit. Aufpassen, dass ich mein Handy nicht verliere. So, liebe Grüße.